Die Geschichte hinter dem zweiten Song des Albums Der Herr ist groß ist ganz spannend, finde ich. Und zwar habe ich mit einem christlichen Musikjournalisten darüber gesprochen, wieso die Worship-Kultur gestrickt ist, die wir im Moment in unseren Gemeinden vorfinden und was da vielleicht auch fehlt, was ergänzungsbedürftig ist. Und er sagte, viele der Songs in ihrer Emotionalität und ihrer textlichen Ausrichtung wirken sich oder wenden sich sehr stark an die Gefühle von Frauen und ihre emotionale Befindlichkeit. Dass Männer sich manchmal in diesen herkömmlichen Strukturen gar nicht so wohlfühlen, weil sie einen leidenschaftlichen Ausdruck finden wollen, der maskuliner ist. Und er nannte als Beispiel die Band Cutlass und ihren Song Strong Tower und sagte, genau, es braucht so eine Hymne, wie man sie vielleicht auch im Stadion finden würde, wo echte Männer ihr Herz rausgrölen können, wo sie sagen können, das betrifft mich wirklich und da möchte ich mit allem, was ich bin, dahinter stehen. Und das muss nichts Weichliches sein. Ich finde das ein schönes Statement. Wir Männer sind anders gestrickt als Frauen und wir müssen unseren eigenen Weg finden, die Art und Weise, wie wir Gott erleben, auszudrücken. Ich habe das versucht mit dem Song Der Herr ist groß zu tun und finde sehr tatkräftige Unterstützung beim Joe Falk, der das ganz toll und sehr männlich gesungen hat.